Great Antigua, Mai 1719. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen, auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Ortschuss hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Alles klar. Wir haben unser Geld wieder, wir haben unser Schiff wieder. Schön. So, was will er denn? Einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemanns Herz besänftigt. Was kostet mich das denn? 3,5. Schalte die Taverne frei. Ja, komm, scheiß drauf. Sie wären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Sodala. Dann gehen wir mal auf unser Schiff wieder. Nein, Edward, nein. Oh, Alter, manchmal die Controls hier, ne? So, manchmal Fluch. So, stechen wir wieder in See. Was sagt denn das Schnellreisemenü? Wo ist denn Kingston? Da unten ist Kingston. Dann schauen wir doch mal hin. Um den Weisen zu finden und seine Informationen über das Observatorium einzuholen. Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Alles klar. So, dahinter müssen wir. Ja, lasst mich mal hier durch, Olle. Ich hab's ehrlich. Ich bin Arzt. Oder so was ähnliches. Eigentlich bin ich überhaupt das komplette Gegenteil von einem Arzt. So. Wo zum Teufel ist das Ding? Okay, wir können da. So lang. Ungefähr so das gleiche Setting hat ja Evelyn auch in Assassin's Creed Liberation. Ich hab's glaube ich schon mal gesagt, Liberation hat mir echt nicht gefallen. Hallo, welch Überraschung. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich hab die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ach so, das haben die dem auf... Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. So haben sie dem auf die Augen gedrückt.
dass sie hier um die Ecke kampieren. Zack. Ich gehe erstmal die Eingänge ab. Na komm. Oh. Okay, das war jetzt nicht so das große Problem. So. Das war blöd. Nein, so. Erstmal genau so. Okay. Shit, ich wusste nicht, dass hier schon ein Sperrgebiet ist. Sonst hätte ich mich natürlich da nicht gezeigt. Aber okay. Again, what learned. Schauen die in die gleiche Richtung, oder? Die schauen in die gleiche Richtung. So, zwei Alarmglocken sabotieren. Ja, komm doch her. Du meinst, du hast was gesehen. Stehen ja wieder super da. Oh, das war knapp. Der dreht sich auf einmal um. Nein, 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 da machen wir gar nichts, mein Freund. Und vor allem nicht du. Also wenn hier einer nichts macht, dann du. Bin jetzt gespannt, wer da gewinnt. Oh. Okay. Das ging schnell. Der sucht uns. Da hinten. Tja, da will er nichts finden. Hab ich doch was gehört? Kommt das aus dem Busch? Ja, das kam aus dem Busch. Nein.
So, zack. Die vier Grobian hätten wir. Die Frage ist bloß, wo ist die vierte Alarmglocke? Ne, die zweite Alarmglocke, da hinten ist sie. Kann ich mich da drin verstecken? Ja, da kann ich mich drin verstecken. Den hätte ich fast übersehen. Im Prinzip habe ich den übersehen. So, bevor du auf dumme Gedanken kommst. Alles klar, und wenn jetzt hier schon mal freie Bude ist, looten wir doch gleich mal. Alles klar. So. Horny Golden Rogers. Ach, da sind sie. Was machen die beiden denn da? Bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Spiele des Observatoriums. Das versichere ich. Nein, Sir. Es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Händen. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, was brachte euch den Erfolg? So, links oder rechts? Charisma, das sie überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. Oh, das war knapp. Ließ ich den Piraten die Wahl, das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzugehen. Wer markiert sie nicht? Durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Wo wollen die hin? Natürlich, die wollen die Princess, aber liegt die denn schon vor Anker? Ich denke nicht. Sie müsste bald wieder kommen. Ja, geht mal weiter, ja. Okay, so war das nicht geplant. Er sollte eigentlich weiter. Kann das sein, dass sie da vorne hin wollen? Okay, jetzt werden sie noch verfolgt. Oder, beziehungsweise heißt verfolgt, eskortiert. Ja, ist sehr gut. Das ist nicht toll. Mm-hmm.
Jetzt wäre ich fast in das Sperrgebiet gelaufen und hätte den dadurch alarmiert. Aber das war knapp. Oh nee. Die laufen jetzt komplett ins Sperrgebiet ran. Ah, jetzt kann ich sie markieren. Okay, belauschen erfolgreich. Erinnert mich, wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain, eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten, Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Wollte ich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen! Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Ach, kommt, Leute. So. Zack. Das nein. Ja. Ja, habe ich dich? Habe ich dich? Ja. Machen Sie doch mal aus dem Staub, ne? Das wäre vielleicht das Allerbeste. Zack. Die kennen sich nicht mehr aus. Und das war's. Mission beendet. Welch Überraschung. Probe eintreten, Alarmglocken sabotieren. Alles geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.